Herzlich willkommen zurück zu SteamWorld Dig. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder zurück seid. So. Da haben wir direkt ein bisschen Gold. Wir haben eine neue Höhle hier. Wir sind sehr weit nach unten. Das war vielleicht ein Fehler, weil wir oben noch einiges ausgelassen haben. Wollen wir mal loslegen. Ein bisschen Schaden nehmen wir in Kauf. Das ist halt so. Und... Autsch. Sowas Doofes. Sowas Doofes von mir. Naja. Das ging total in die Hose. Aber sowas von in die Hose. 74 Gold verschwendet. Verschwendet. Anders kann ich es nicht nennen. Sowas Ärgerliches. Oh, fies ist, dass der hier so nah ist. So, noch mehr Gegner da unten? Nö. Wir gehen jetzt erstmal wieder was weiter nach oben. Oder wir erkunden mal hier diese Höhle. Open Bra. Mhm. Den haben wir weggedöngelt. Zack. Dankeschön. Amethyst. Damit haben wir es wieder raus. Schade, wir können hier keine... Leitern bauen. Wie komme ich dann da hin? Ist ja wahrscheinlich von oben oder von rechts. Ja, müssen wir erstmal weiter nach unten. Aber ich sehe nicht genau, was unter mir ist. Wasser. Das ist gut. Trink alles leer. So, wir sehen schon, da unten ist ein Fallen. Cause I'm TNT, I'm Dynamite. Oh, das hat doch gut geklappt. Und damit haben wir eine Tür geöffnet. Und wir kriegen nochmal was Energize. Den Weg könnten wir zurück. Ah, das geht sowieso kaputt, das Licht, alles klar. Aber hier ist noch irgendwas anderes. Schön leise. Na, alles fit? Hm, das bringt ihn gar nicht um. Ja, so ein normaler Schlag reicht auch aus. Da oben ist was. Ah, da ist nichts Wichtiges. Was habe ich hier ausgelassen? Noch nichts, oder? Oh, der ist neu. Shit. Hör auf, alles kaputt zu machen. Lass mich mal darüber. Du fieser Sack, ich komme. Komm mal runter da. Ja, nice. Neue Fähigkeit. Haha. Also je weiter man Spiel kommt, Dynamit. Setze die Erkundung fort. Wir haben Dynamit bekommen. Was wir sogar in den Höhlen verwenden können. Das ist interessant. Könnte ich ja mit die ganz dicken Steine weghauen. Sehr wahrscheinlich nur eher zur Bekämpfung von Gegnern, vermute ich. Man könnte natürlich das TNT auf sichere Weise auch damit in die Luft jagen, bestimmt. Ah, der ist nicht tot. Scheiße. Ja. So viel dazu. Das sieht seltsam aus. Was ist das? Okay, das müssen wir aufbohren. Oder wir müssen das sprengen. Das müssen wir gerade testen. Nein. Okay, diese Sachen können wir sehr wahrscheinlich nur mit Dynamit machen. So sieht's aus.
Wow. Und das hat sich gelohnt. 7 Pünktlein davon. So. Sehr wahrscheinlich geht es links einfach raus. Da oben scheint nichts mehr zu sein. Also hier geht es einfach raus. Dann wollen wir aber noch versuchen, hier oben mal was weiter zu gehen. Ja, das hat sich gelohnt. Nochmal 3 weitere. Und dann würde ich sagen, war's das für den Dungeon. Ja, das macht einfach Spaß. Die Erkundung von diesen Höhlen, so die kleineren Rätsel, die da drin sind, macht auch sehr viel Fun. Da ist eine römische 1 drauf. Hat das eine Bedeutung? Ich weiß nicht. Wir pumpen mal gerade die Ressourcen weg und ein bisschen Sonnenenergie. Je mehr von diesem Zeug du ausgibst, desto sicherer bin ich. Dein Onkel hat es absichtlich für dich dagelassen. Wie eine Spur aus Brotkrumen, der du folgen kannst. Um dich auf etwas vorzubereiten. Mhm. 170 reicht sowieso nicht aus. Können wir direkt weitergehen. So, da unten ist Wasser. Was war das da unten? Da ist irgendwas Krasses. Das schauen wir uns gleich an. Oh ja. Irgendwelche seltsamen Pilze. Hallo? Seid ihr friedlich? Kann ich euch berühren? Ah. Man kann bei denen springen. Ah, so ein Scheißgegner. Oh, hält einiges aus. So, wir wollen nicht schon wieder zu weit runter. Lasst uns mal was weiter hoch. Ah, shit. Sehr schön. Kling, 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 kling. Das bringt wieder gut Geld alles. Das ist nicht unser Kontrollpunkt. Wir haben einen weiteren Teleport hier. Das ist schon mal gut. Oh, da ist ein Raum über uns. Da ist wieder eine Höhle. Wow. Okay, da hat sich gerade einer selber umgebracht. Okay. Ein bisschen Licht tanken, ein bisschen Sachen verkaufen. Riesentank, harte Rüstung. Ja, alles Kram, den wir brauchen, aber wir hinken voll hinterher. Sollen wir erstmal gucken, was wir bei dir... Das war ein neuer Text, dass die Genies an der Herstellung der ersten Dampfroboter beteiligt waren. Müsste Pause machen, sorry. Wenn das wahr ist, wozu waren sie dann noch fähig damals? Was darf es denn sein? Ich glaube eher, dass die Menschen euch erschaffen haben und die Menschheit sich selbst zerstört hat oder ihr Roboter die Weltherrschaft an euch gerissen habt. Dynamit können wir jetzt kaufen, interessant. So, ein größerer Beutel ist, glaube ich, ganz nett. Nehmen wir. Dankeschön. Und jetzt haben wir alles geholt bei dir, was wir brauchen, außer ein paar Einzelsachen. Wie das zum Beispiel. Gut.
Wie sieht's bei dir aus? Dieser seltsame alte Bergmann, der vor dir hier gegraben hat, der wollte immer so merkwürdige Sachen. Nutzlosen Kram wie verdrillte Kupferleitungen und solches Nonsens. Aha, du sagst dazu Nonsens, aber... ein Riesenbeutel. Geräumig wie eine Putschkusse, das Ding. Komm, nehmen wir mit. Haben wir gerade Geld übrig. Ein super Beutel. Cool, cool, cool. Harte Rüstung, eine Gesundheit mehr wäre auch nicht schlecht. Wasser ist nicht so wichtig. Also die beiden sind nicht so wichtig. Meisterbohrer, Goldpike dann schon eher oder dieser Superbeutel. Die Öllaterne, 60 Sekunden mehr Leuchtdauer, das ist wichtig. Okay, 250 brauchen wir dafür. Zack. Und nochmal zurück. Ganz leise ranschleichen. Zack, hallo. Ich wollte mal Hallo sagen. Boah, nicht, dass ich hier gleich irgendwie Dynamit rauspfeffere. So, das muss ich von oben machen. Ja, du fängst wieder an zu werfen. Zack, Beauty. Da ist noch eins davon, oder? Jo. Amethyst. Amethyst ist geil. Und das ist noch einer, glaube ich. 75 wert. Nee, Gold. Ja, passiert was, wenn ich auf die drauf haue? Damit zerstöre ich die. Das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Ja, den werde ich wohl kaum aus dem Kopf springen können. Aber ich kann ihm vielleicht Dynamit gegen den Kopf hauen. Ich weiß nicht, wie ich das werfen kann. Vielleicht kann ich das einfach irgendwie so werfen. Na, das hat doch gut geklappt, aber leider hat es dich nicht ansatzweise umgebracht. Oder das war ein Bug. Keine Ahnung. Scheiße, scheiße. Ah, krrr. 23 Gold verschenkt. Oh nein. Ich wollte mich ranschleichen. Springst du den in die Arme? Obsidian. Das ist neu. Das ist eine neue Höhle. Energie. Gott sei Dank. Das ist schon mal gut. Zwar nicht viel. Da tropft irgendeine Säure runter. Und man muss sich sehr wahrscheinlich beeilen, irgendwie dahin zu kommen. Vermute ich. Wenn alles weg ist, war es das gewesen, oder? Man kann sehr wahrscheinlich nach oben jumpen, aber warum sollte man das tun? So, jetzt muss man schnell sein. Nee, das klappt so nicht. Wie mache ich das genau? Leitern kann ich hier nicht setzen. Sieht auch nichts. Ich muss in die Mitte kommen. Okay. Also im Endeffekt einfach so. Einfach so. Und dann ist man schon safe. Sehe ich das richtig? Aber dann geht es nur noch mit Sprung. Das bringt uns schon wieder nicht mehr weiter. Doch, natürlich bringt uns das weiter. Wir können nach links rüber wegspringen. Bringt der Treffer mich direkt um? Na, scheiße. Das ging ja mal wieder voll in die Hose. Nein, das war nicht gut.
So, das geht nicht mehr weiter, aber da geht's gleich übelst ab. Scheiße. Scheiße. Scheiße, und wir haben voll viel Zeug bei uns. Das war dumm, ich hätte nicht in den Dungeon gehen sollen. Ich hätte vorher meinen ganzen Kram verkaufen sollen. Ein Treffer und dann war's das. Das war total doof, was ich gemacht habe. Ich hätte hier nicht hingehen dürfen. Da oben die Energie kriege, habe ich einen kleinen Tick wieder Ruhe. Fuck it. Aber ich kann nicht so gut rennen dahin. Ah, shit! Und liegt da unten in der Säure auch mein Zeug drin? Nee, ich habe alles noch bei mir. Können wir das gerade mal bitte wegbringen? Ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe ein bisschen Schiss. So, das ist eine seltsame Stelle. Haben wir hier uns irgendwie einen Ausgang gebuddelt? Okay, verkaufen. Diese neuen Mineralien tun dem Wachstum der Stadt sicher gut, ja. Denke ich auch. Sieh dich ruhig um, Meister. Sag mal, gibt es hier eigentlich Trick 19, wenn ich mehr Lebensenergie habe? Kriege ich dann die komplett aufgefüllt, meine? Ja, alles klar. Nice, schönes Ding. Also das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Momentan bei den Gegnern ist nicht ohne und dergleichen. So, wir wollen uns natürlich nochmal was in den Dungeon umschauen. Das sah doch recht interessant aus hier. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin so ein Vollidiot. Scheiße, ich bin so ein Vollidiot. Fuck it, fuck it. Aber das Gute ist, wenn wir komplett zerstört werden an der Stelle, wir verlieren ja auch irgendwie kein Geld dann. Fast als ob das Spiel merken würde, dass da was total in die Hose ging. So. Wenn der weg ist. Scheiße, das ist natürlich blöd. Jetzt viel Energie verloren. Na komm. Ah. Wir müssen ja da eigentlich gar nicht hin mehr. Ah, da komme ich auch gar nicht rüber. Da hinten ist ein Herz. Und ich kann keine Leiter setzen. Das Herz wäre natürlich nicht schlecht. Aber es muss ohne gehen. Verlieren wir wieder einmal Energie. Mhm. So, bevor wir jetzt da hingehen, gehen wir von hier da oben lang. So, das Teil wollen wir haben. Dankeschön, wieder volle Energie. Sag mal, ich bin so doof. Ich hätte doch den Sprung hier machen können. Ah, ich hatte kein Wasser, glaube ich, ne? Oder? Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Das ist fies. Sowas Fieses. Warum landest du da hinten? Mein lieber Scholli. Wow, 100. Hier oben gab es nichts mehr, ne? So, wir müssen irgendwie nach unten, so wie es aussieht. Autsch. Ja, da kriegen wir die extra Heilung.
Schön. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Ja, das war's. Wir haben da ein bisschen Geld abgesahnt und wir haben ein paar von diesen Energiezellen bekommen. Finde ich okay. Den 100er verkaufen wir noch. Ich wusste, dass es in der Old World Schätze zu finden gibt. Aber hallo, und das ist richtig geil. 100 Gold für einen Gegenstand. Feines Ding. Da ist bestimmt noch alles Mögliche unten, oder? Aber sowas von. Bis demnächst, euer Chojin.